Ladies and Gentlemen, ich habe auch das Gefühl, dass mein ganzer Körper vibriert. So, der Moment der Wahrheit kommt. Gut, da müssen wir noch ein bisschen korrigieren. Das nennt man Perfektionismus. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Wir sind wieder direkt hier im Schwedencamp unterwegs und heute werden wir die Bänke zu Ende bauen. Vor zwei Wochen hatten wir schon angefangen, die erste Bank zu bauen. Heute geht es darum, das ganze System zu erweitern, sodass wir eine richtig coole Sitzfläche haben. Und zwar müssen wir heute noch drei Bänke bauen, die alle miteinander verbinden, auf eine Höhe bringen und dann noch ordentlich abschleifen. Wir hatten ja in der letzten Woche schon diese eine Bank gebaut. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal eine Schraube hier reingeschraubt, um zu gucken, ob das von der Stabilität passt. Aber das ist alles super fest. Auch hatten wir schon in der vergangenen Folge die Sachen hier vorbereitet und haben jetzt quasi hier schon unsere Sitzbänke und hier sind sogar schon die Klötze, die dann quasi einmal im Kreis herum eingebuddelt werden. Im nächsten Step werden wir jetzt ungefähr hier den nächsten Klotz in die Erde hauen und dann mal gucken, wie wir die zweite Sitzbank da miteinander verbinden bzw. auch auf Gehrung sägen. Ich bin sehr gespannt, ob das gelingt und wie das am Ende aussieht und ob wir vor allem eine einheitliche Höhe hinbekommen. Ja, ich glaube, es geht einfach nur durch Anfangen. Und zwar will ich jetzt erstmal messen, wie lang die Sitzbänke quasi sind und dann ungefähr mal abstecken, wo das hinkommen könnte. Und dann buddeln wir auch schon den ersten Stamm wieder ein und dann schauen wir mal, dass wir das auf eine Höhe kriegen. Genau, also wir messen jetzt erstmal die Länge hier der Sitzbank. Ich glaube, es waren 1,50 Meter, aber ganz sicher bin ich mir nicht mehr. Nee, 1,40, Tatsache. Okay, dann würde ich sagen, buddeln wir den zweiten Holzstamm jetzt auf 1,40 Meter Abstand quasi hier mal ein. So, also Augenmaß könnte sein, dass es ungefähr hier ist, aber wir messen nochmal nach. 1,40 Meter. Oh, ganz schön dolle verschätzt. Okay, das heißt, wir müssten theoretisch irgendwo hier landen. Genau. Aber wir hatten ja auch festgestellt, dass wir ungefähr 1,20 Meter Abstand zur Feuerstelle haben. Und das werden wir jetzt nochmal prüfen, dass wir hier auch bei allen Bänken den gleichen Abstand haben. Ja, das sind hier gute 1,20 Meter. Das machen wir bei der anderen Seite jetzt auch gleich nochmal. Okay, dann müssen wir also hier hin. Zack, hier so ungefähr. Jetzt sind wir bei 1,20 Meter. Und hier haben wir jetzt wiederum 1,40 Meter. Ich glaube, das könnte ganz gut werden. Also wird jetzt wieder gebuddelt. Das Schöne ist, dass es hier in den vergangenen Tagen etwas geregnet hat. So ist der Waldboden auf jeden Fall ordentlich bearbeitungsfähig. Und so ist die Arbeit nicht ganz so schwer, als wenn er total trocken wäre. Ich würde sagen, wir legen direkt los. So, dann schauen wir mal, ob das jetzt hier schon passt von der Höhe. Ich weiß gar nicht. Vielleicht ist es noch ein bisschen hoch. Wir gucken mal. Also wir haben hier rund 35 cm und hier auch 35. Ich denke, das dürfte ganz gut passen. Wir werden das Ding jetzt hier mal stabilisieren und dann schauen wir mal, ob das Brett gut drauf passt. Sag mal, was macht denn der Meike da? Von der Länge sieht schon mal ganz gut aus. Der Baumstamm ist jetzt sowieso noch viel zu lang. Ich glaube 1,65 Meter tatsächlich. Aber auf der linken Seite wollten wir das sowieso auf Gehrung schneiden. Und daher passt das ganz gut, wenn das ein bisschen Überhang hat. Und wie ihr seht, ist das natürlich unten ziemlich verästelt, sodass das hier auf der linken Seite noch deutlich hochkommt. Das werden wir jetzt aber gleich mal korrigieren, denn jetzt schmeißen wir mal die Kettensäge an. Wenn wir uns hier nochmal die Gehrungssache angucken, müssen wir natürlich erstmal ein bisschen vorzeichnen. Und das werden wir jetzt mal machen. Also theoretisch würde ich hier oben das Ganze beginnen und dann circa hier einmal nach unten. Also wir sehen schon, dass der Winkel noch nicht ganz passt, darum müssen wir den noch mal korrigieren. Aber ansonsten sieht es hier schon mal ganz gut aus. Wenn wir jetzt hier mal gucken, passt das schon richtig gut vom Winkel, das ist ziemlich bündig geworden. Und hier auf der anderen Seite passt es auch, denn es liegt relativ mittig hier auf dem Holzstamm auf.
um das Ganze nachher auf ein Höhenniveau zu bekommen, müssen wir jetzt hier erstmal messen. Wir haben jetzt hier eine Stärke von 5 cm von dem Brett, was jetzt hier auf dem Baumstamm aufliegt. Das Ganze müssen wir hier natürlich auch erreichen. Darum setze ich mir jetzt eine Markierung bei ungefähr 5 cm, sodass wir dann quasi wieder wie bei diesem Brett das Ganze absägen können. Krass. Ey, das ist schon richtig gut geworden, Leute, von der Höhe vor allem, ne? Das passt schon richtig exakt so. Geil. Jetzt müssen wir hier nur noch ein paar Zentimeter, so gefühlt 5 cm noch mal ein bisschen mehr abschneiden, sodass wir hier das schön rankriegen. So, jetzt schauen wir noch mal, ob das geklappt hat. Ey, Leute. Schaut euch das bitte mal an. Wie geil ist das denn, ey? Das sieht schon ganz gut aus. Das ist mega. Das passt. Es passt. Wie geil. Leute, ich bin richtig aufgeregt, weil es sieht schon mega geil aus. Vielleicht sollten wir jetzt auch erstmal die Wasserwaage anlegen, um mal zu gucken, ob das überhaupt ansatzweise gerade ist. Also wir checken erstmal die erste Bank, wie es hier aussieht, aber das sieht schon mal richtig gut aus. Jetzt kommt natürlich die spannende Frage, und zwar die zweite Bank. Ja, gut, da müssen wir noch ein bisschen korrigieren, aber kein Wunder, denn hier müssen wir sogar noch absägen. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das hier passt. Ey Leute, es passt! Wie geil! Es passt! Mega! Ey, das sieht richtig geil aus. Und jetzt legen wir nochmal schnell die Wasserwaage drauf. So, der Moment der Wahrheit kommt. Bam! Für Augenmaß ist das hier Perfektionsarbeit, oder was? Leute, es geht weiter. Jetzt kommt Teil Nummer 3. Das geht hier wie das Brezelbacken. Ey, wie mega! Ganz ehrlich, das müsst ihr euch mal reinziehen. Ne? Ich habe einfach nur einen Kettensägenschein gemacht, habe ein bisschen geübt und kriege schon so ein krasses Ergebnis hin. Überlegt mal, was das eigentlich bedeutet für das Schwedencamp. Wir können hier richtig krasse Teile einbauen. Tiny House, vielleicht einen Küchenblock und natürlich auch noch ein Klo. Ne? Sowas müssen wir alles noch bauen. Also wenn du noch Vorschläge hast, dann schreib das bitte unten jetzt in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was deine Ideen noch so sind. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt einfach noch zweimal und dann können wir hier auch schon weitermachen, anschrauben, schleifen. Und noch so ein bisschen Feinarbeit machen. Aber jetzt sieht schon richtig geil aus. Und damit wir das hier schön alles symmetrisch hinbekommen, messen wir jetzt mal den Abstand, was wir jetzt hier eigentlich haben. Wir haben hier tatsächlich exakt 1,40 Meter. Hier witzigerweise auch. Ey krass, das ist ja so ein Zufall. Da machen wir jetzt einfach mit 1,40 weiter, würde ich sagen. Ey, das wird eine richtig geile Sache hier. Vielleicht sollten wir auch erstmal den Innenabstand von den Holzstämmen messen. Das denke ich gar nicht so eine verkehrte Idee. Ich glaube, ich mache das erstmal schnell. Circa 1,20. Das heißt, wir müssten jetzt hier den Zollstock wieder anlegen. Dann ungefähr 1,20 Meter abmessen, was in dem Fall hier ist. Und dann kommt hier quasi der nächste Baumstamm rein. Beziehungsweise das Seitenteil des Baumstamms. Genau. Und dann brauchen wir natürlich noch 1,20 Meter hier Abstand zum Lagerfeuer. Schauen wir mal. Ich glaube, wir haben es. Hier muss es hin. Gut, Loch buddeln, eingraben, befestigen und dann geht's weiter. Dann nehmen wir mal den nächsten Baumstamm und schauen wir mal. Eigentlich müssen wir die Rinde noch abmachen. Oh, ich glaube, das Dicke machen wir mal nach oben. Bei den anderen hatten wir ungefähr 35 cm in der Höhe. Schauen wir mal, was der Kollege jetzt hier sagt. Naja, 35, 36 cm dürfte ganz gut passen. Wir machen erstmal fest und schauen wir mal. Jetzt messen wir nochmal den Abstand hier zur Feuerstelle, ob das auch genau der gleiche ist wie bei den anderen. Mit ca. 1,20.
Und hier ist ein bisschen weniger. Ach, das machen wir so. Mal gucken. Ja, nee, passt. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass es mir doch so gut gelingt. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass wir die ersten zwei Holzbalken, die Sitzbretter quasi, dass wir die schon mal anschrauben müssen, damit wir am Ende hier wirklich eine glatte Kante bekommen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt gleich mal. Die Idee ist jetzt hier mit zwei Schrauben das Ganze schon mal am Holzstamm zu befestigen und auf der anderen Seite natürlich auch. Das Ganze werden wir mit dem Akkuschrauber vorbohren, machen dann weiter mit dem Forstnerbohrer, gehen dann über zu Unterlegscheiben mit Schrauben und werden die im Endeffekt festziehen. So sieht es bisher schon mal aus. Ich finde es schon mal ganz cool. Und jetzt werden wir hier quasi die Schlossschrauben nehmen, vorher die Unterlegscheibe runterpacken und das Ganze jetzt hier reinbohren. Also, was habe ich jetzt gemacht? Auf der einen Seite ist die Bank schon angeschraubt, genauso wie hier auch. Und die zweite Bank ist jetzt hier auch schon richtig dran gepresst. Und das werden wir jetzt nochmal schnell anschrauben, sodass wir quasi im Laufe des Projekts hier nicht so einen Verzug haben, wenn wir quasi weiterarbeiten und dann auf einmal das Spaltmaß nicht mehr passt. Geil, das passt, Leute. Es passt sowohl von der Höhe als auch hier vom Spaltmaß. Sehr geil. Sehr gut. Ladies and Gentlemen, wir haben jetzt schon drei Bänke hier quasi richtig ausgerichtet. Jetzt werden wir die dritte Bank anschrauben und dann geht es auch schon an die finale Bank, nämlich die vierte. Wenn Herr Meinecke nicht alle Akkus immer aufbrauchen würde, dann hätten wir noch ein bisschen Kapazität. Aber wir nehmen jetzt nochmal den. Vielleicht hat er noch ein bisschen Sturm. Also hier vom Spaltmaß, denke ich, ist auf jeden Fall absolut okay. Das passt soweit. Jetzt machen wir das hier freie Schnauze. Oh, der Helm. Machen wir mal so vielleicht. So sieht gut aus. Ich habe auch das Gefühl, dass mein ganzer Körper vibriert. Ja? Das ganze Arbeit mit der Kettensäge, mit dem Akkuschrauber hier, irgendwann wackelt nur noch alles. Ich kann euch sagen, Leute, André hatte mir ja den Akkuschrauber noch zur Verfügung gestellt. Das hat sich auf jeden Fall schon richtig gut bewährt, denn hier können wir jetzt den Bohrer drauf lassen und hier den Forsterbohrer, sodass wir nicht immer tauschen müssen. Richtig geile Sache. Jetzt werden wir mal sehen, ob sie jetzt besser passt. Ich habe noch ein bisschen korrigiert und ein bisschen angepasst. In der Hoffnung, dass es jetzt gut passt. Ey, krass. Ich glaube, das nennt man Perfektionismus, Leute. Jetzt kommt schon Bank Nummer 4 und dann sind wir ja auch schon nahezu fertig mit der Gesamtkonstruktion. Und dann geht es noch so ein bisschen an Schleifen und so die Unebenheiten ein bisschen rausmachen. Genauso wie hier noch diese Äste absägen oder nochmal die Kanten etwas nachbearbeiten. Aber erst kommt jetzt der Endspurt für das vierte Brett. Jetzt schauen wir mal, wie das Ganze hier so aussieht. Das passt. Jetzt schrauben wir es an. Und dann geht's an die Feinarbeiten. Leute, das sieht schon richtig geil aus. Die vier Bänke sind jetzt soweit fertig. Jetzt beginnt aber noch das Feintuning, denn wir werden die Ecken noch absägen und dann geht's noch an Schleifen der Oberflächen, sodass wir ein richtig schönes Finish bekommen. Wir werden das Ganze jetzt hier mit dem Exzenterschleifer von Makita machen. Das ist ein Akkusystem und gerade hier im Bau des Schwedencamps ist natürlich wichtig, dass wir irgendwie ein System haben, wo wir möglichst viele Geräte kompatibel anschließen können. Und Makita hat tatsächlich das größte System im Akkubereich. Also irgendwie bringt das Ganze nichts. Ich glaube, ich muss hier mal wirklich was anderes nehmen, weil ihr schaut euch mal bitte diese Riefen hier an. Da kommen wir jetzt mit dem Schleifgerät nicht ganz so weit. Aber wir haben hier so ein schönes Zieheisen und werden jetzt mal probieren, quasi diese großen Riefen hier rauszuziehen. Das ist geil, Leute. Das ist richtig geil. Ey, wir haben jetzt hier Bänke. Wir können jetzt hier schnippeln. Wir können jetzt hier Sachen ablegen.
Endlich geht es hier im Schwedencamp voran. Ich bin super froh über das Ergebnis und muss sagen, das war jetzt hier zwar eine ziemliche Arbeit, aber sie hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Bänke sind jetzt fertig und ich finde, das Ergebnis, das kann sich absolut sehen lassen. Ich bin super froh, dass ich mich hier für eine Naturmaterialien-Version quasi entschieden habe und nicht schon wieder Baumarktmaterialien benutzt habe. Denn ich habe euch ja erzählt, dass in dem Schwedencamp sowohl Baumarkt als auch Naturmaterialien verbaut werden sollen. Und ich finde, das ist jetzt ein schöner Kontrast auch nochmal zu den bunten Holzlagern. Ihr könnt euch aber sicher sein, dass das erst nur der Anfang vom Schwedencamp ist. Jetzt haben wir immerhin schon mal eine Grundlage, um hier ordentlich brutzeln zu können am Lagerfeuer. Und ich bin gespannt, was die nächsten Folgen aus der Outdoor Kitchen für uns bereithalten und auch wie es hier mit dem Bau weitergeht. Und wenn du eine Idee hast, was wir hier als nächstes bauen, dann schreib das bitte mal jetzt unten in die Kommentare. Ich bin sehr auf euer Feedback gespannt. Ansonsten sehen wir uns am nächsten Samstag um 8:30 Uhr wieder auf meinem Kanal. Hab euch da erstmal eine coole Zeit. Macht's gut. Ciao.